Moin an meine Krebsarmee, geil, dass ihr wieder mit dabei seid und herzlich willkommen zum nächsten 1 gegen 1 mit Akali Mirror. Yay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer nur Helden dran kommen, von denen ich ewig schon wieder nichts mehr gehört habe. So, diesmal bin ich absichtlich auf AD gegangen, weil ich hoffe, dass ich das möglichst schnell beenden kann. Ich hoffe es. So, wieder 100 Gold über. Ich muss mir mal eine bessere Kaufstrategie überlegen. So, wie gesagt, ich gucke, dass ich das möglichst schnell beende. Weil, egal wie lang die Folgen gehen, es geht ja nur um Sinn und Zweck, ja. Aber wenn es zu kurz ist, dann machen wir dann auch noch das dritte Match, sofern mein Gegenspieler jeweils mit einverstanden ist. Ich weiß, dass Akali stark mit AP ist, wenn sie die Ulti hat, das ist mir klar. Aber... Ich habe nicht gesehen, was er hat, aber er geht scheinbar auf AP. Was keine dumme Wahl ist, er hat Ignite Flash. Interessante Wahl. Es steht ja aktuell 1 zu 1, wenn man jetzt die Gesamtstatistik nimmt. Ich habe einmal gewonnen und einmal verloren. Das Joric Mirror war ja eher Pain in the Ass. Oh, dein Ernst? Direkt geheilt oder was? Ja, 4 Heilpots und ich habe außerdem meine Heilung gepoppt. GG. Ah, da kommt der Flash. Flash ist raus. Ansage ist gemacht. Flash ist raus. Oh, das ist aber ärgerlich jetzt. Da, oh, ja gut, er hat genug Heilpots. So ist das ja nicht. Aber ich glaube, ich heile mich auch mit jedem Auto-Tag um 5 Leben, oder? Ja. Tschüss. Ja, ich glaube, das wird ein interessantes Match. Ja, wobei, weiß ich nicht. Er hat natürlich einen Haufen Heilpots. Das ist schon mal ein Punkt für ihn, aber er hat nur noch einen über. Das ist ein Punkt für mich. Tu mir einfach mal zonen, tu ein bisschen hier Auto-Tags machen, einfach um hochzuheilen. Das ist eigentlich mein Sinn und Zweck, gerade hochheilen. Wie gesagt, für alle, die es nicht wissen, die neu mit dabei sind, wenn ihr das erste Mal 10 Mal gewinnt, gibt es ein Gewinnspiel. Und weil die Frage kam, was es zu gewinnen gibt, 50 Euro Riot Points. Däh. Deutsches Deutsch, wäre es Deutsch. Übrigens schön immer Energie. What? Oh, nice. Noch schön reingelaufen. Okay. Was? Er hat aber gehittet, oder? Geht das durch? Weiß ich nicht. Beantwortet mir mal die Frage. Geht das durch? Hat er mich ignited gehabt? Ich weiß nicht mehr, ob er mich ignited hatte, by the way. Fragen über Fragen. Wenn das eine Match zu lange dauert, behalte ich mir übrigens vor, die Regeln zu ändern und das eine Match als Gesamtsieg zu werten. Das heißt, wenn ein Match zu lange dauert und ich das selbst mit Schneiden nicht mehr kurz kriege, muss es halt auch irgendwo human halten. Ich habe übrigens einen Ping von 70, weil ich gerade noch hochlade. Ich lade wieder ein Video auf Pornhub hoch. Ich brauche gar nicht backgehen, um mir den Heal zu holen, weil... für was... Ich glaube, das wird ein langes Match. Ja. Die Trades sind real. Ich heile mich halt einfach hoch. Deswegen habe ich mir auch extra diese Armschützer gekauft. Genau aus dem Zweck. Und da wird schon einer ein bisschen greedy. Ja, warum greifst du denn nicht an? Bist du dumm? Oh, ich habe Ulti vor ihm. Jetzt hat er auch Ulti. Und jetzt hat er einen Vorteil, weil er Mana hat. Fertigkeitsstärke 47. Ah, okay. Na gut. Ich lasse mal ein bisschen hier durchpushen. Ich möchte nicht, dass das alles bei seinem Tower abläuft. So. Genau das wollte ich. Schauen wir mal, dass wir da hier mal ein bisschen was finden. Und da haben wir das erste Mal gewonnen. Dann sehen wir uns in der zweiten Runde wieder. So, da sind wir auch schon in der Runde 2. Ich gehe nicht ganz auf dasselbe. Ich spiele diesmal ein bisschen anders. Ich habe ein leicht verändertes Bild diesmal. Ich habe nämlich diesmal Magieresistenz-Runen. Ich nehme allerdings auch diesmal wieder die Perle mit. Vielleicht sogar zwei. Ne, ich bleib bei einer.
Und dann gehen wir diesmal auf das vampirische Zepter und das. So. Ich weiß, das ist jetzt ein richtiges Tryhard-Bild. Aber no risk, no fun. Okay. Ich habe keine Boots. Das ist natürlich der Nachteil. Mal gucken, ob er diesmal wieder genauso spielt wie gerade. Der gute Izenra. Ich glaube, mir spricht das richtig aus, wenn du das siehst. Und wie immer, wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr sehen wollt, Daumen hoch. Freut mich natürlich immer sehr. Das ist natürlich blöd, er weiß jetzt, dass ich da bin, wenn er da drüben drin ist. Hallo. Lol, alles klar. Da kam auf alle Fälle schon mal mehr oder weniger die Antwort auf meine... auf meinen Offensivpush gerade. Er hat jetzt dasselbe Bild wie ich. Er hat sogar dieselben Items mehr oder weniger wie ich. Und ich habe jetzt diesmal Runen gegen AP dabei, ne? Kleiner Troll. Das war dumm. Na? Wenn du hier rausgehst, kriegst du. Du weißt das. Oh, scheiße, nein, er hat es geschafft. Ich war gerade abgelenkt. Ich habe natürlich nichts vom Farmen. Oh, das war nicht schlecht. Oh Gott, ich bin in Tower Range gelaufen. Das war dumm. Könnte jetzt problematisch werden. Muss jetzt aufpassen. Dummerweise. Passt mir jetzt gerade gar nicht. Ist nicht nur Ruhe, ich bin Pazifist. Ich arbeite für die Navy. Für die United States of America. Weißt du, das ist schon Level 5, ne? So. Das Problem ist jetzt, wenn er mich, genau, wenn er es schafft, mich jetzt hier vor... Nein, das Ding will ich! Ja. In dem Fall use ich das jetzt einfach, weil, er muss jetzt weggehen und wenn seine komischen Viecher hier Minions killen, was sie nicht machen, leider. Ich hatte eigentlich gehofft, die killen jetzt hier ein paar Viecher von ihm und er kriegt keine Erfahrung dafür. Ah, da ist er. Läufst du denn weg? Psst. Keine Lust auf eine Auseinandersetzung oder wie? Ist aber nicht so nett. Der weiß schon, was Sache ist. Oh, da wird jetzt hier schön gezoned, ey. Ah, schade, jetzt kann ich nicht mehr zonen. Miau. Ne. Oh Gott, das war dumm. Ah, wobei. Er kann es nicht nutzen. Die Dinger spawnen bei 3. Ich dachte halt immer, die spawnen bei 3.10 halt, by the way, ne? Oh, da kommt der Flash. Das Problem ist, ich muss halt... Oh Gott, das war dumm. Au. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Es steht 2:1 für mich. Das heißt, ihr müsst weiter 9 Runden gewinnen. Trotzdem, Props an Izenra, war eines der meiner Meinung nach bis jetzt besten Spiele. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tilico Flashings 1 gegen 1. Ihr könnt mich jederzeit adden, aber bitte. Es ist ein Pain in the Ass, die Leute in das Spiel reinzukriegen. Ich habe 20 Leute angeschrieben, keiner hat geantwortet. Also wenn ihr mich schon invited, dann, wenn ihr online seid und direkt online kommt, dann reagiert vielleicht auch mal auf Anfragen. Ja? Nur mal so nebenbei erwähnt. So, das war's von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss. Danke fürs Zuschauen.